da. Ja, lass mal laut. Hi. Was isst ihr gerade? Apfelessig-Diät doch nicht so geil. Hör bloß auf. Tag 3 und alles, woran ich denken kann, ist Essen. Könnt ihr mir sagen, was ihr euch geholt habt? Pizza Sultan mit Schaf? Nee, warte. Beschreib sie langsamer. Hier ist eine Blockwurst mit, glaub, Edamer. Weiß nicht, was das hier ist. Nee, warte, lass mich mal. Ich hab einen Döner mit richtig knusprigem Fleisch. Und der Salat, und der ist so frisch. Und der ist noch ganz feucht. Und die Soße ist durch das Brötchen gesuppt. Klebt mir überall an den Fingern. Normal oder Chicken? Normal. Knoblauch oder scharf? Beides. Oishi. Das war schön. Bis morgen. BMI 25,1. Weiß nicht genau, ist es dicker oder dünner? Egal, BMI sind Bullshit. Okay, no way. Wenn das jetzt heißt, dass man krass einen anfressen, dann setze ich aus. Du roleplayst im Internet schwule Prinzen mit einem Typen, den du kaum kennst, aber vor Kilos hast du Panik? Hiro und ich sind Seelenverwandte. Und wenn wir es nur mal für eine Woche machen? Ich find's irgendwie witzig. Ihr habt ja auch keine super dünnen Cousinen, zu denen ihr jeden Samstag zum Kaffee müsst. Schisser. Immerhin habe ich mir keinen Bauch weggedrückt. Leute, ist doch eigentlich voll cool, oder? Ich meine, immer labern alle was von abnehmen, nur meine Mutter schreibt was von zunehmen. Hast du eine Waage? Okay, das bedeutet, Julia bräuchte 3,2, ich 2,7 und Sara. So. 4 Kilo mehr. Was? So viel? Hi. Sorry, ich wollte euch gar nicht stören. Ich habe nur halt zufällig gelauscht. Also, ich wollte euch sagen, das ist egal, wenn ihr ein paar Kilo mehr auf den Hüften habt. Ihr seid trotzdem ganz tolle, intelligente, reizende junge Frauen. Ja, muss ja nicht jeder aussehen wie Claudia Schiffer. Denk mal drüber nach. Okay. Wer ist Claudia Schiffer? Du, Papa? Hm? Wie fändest du nur das, wenn wir morgen mal eine Pizza bestellen würden? Mitten in der Woche? Naja, am Wochenende machen wir es ja auch nie, oder? Stimmt schon, aber Juliska, ich als dein Erziehungsberechtigter bin dafür verantwortlich, dass du dich ausgewogen ernährst. Das ist auch echt super lieb, aber denk doch mal an dich. Die Arbeit, Essen machen und spülen immer. Die zwei Teller. Also. Denk doch mal an all die Sudokus, die du in der Zeit machen könntest. Also gut. Wenn meine Juliska das unbedingt will, dann kommt am Wochenende vielleicht die Fastfood-Fee. Hm? Hast du das Foto gesehen, das ich dir geschickt habe? Einmalpackung aus Militärbeständen, Baby. Kleine Lektion aus der Schweinezucht. Bei der Messung muss man pragmatisch sein. Die Dinger decken den Tagesbedarf komplett ab. Caro, bitte sag mir, dass dir der Unterschied zwischen dir und einem Mastschwein bewusst ist. Ja, ciao. Mr. Lonely Pizza Service Burger, orientalische Zaubereien und Coffeeshop. Oh, kann ich einen mit Käse im Rand haben? Wirkt das eigentlich immer nur wie Gummi? Ananas auf Pizza, ja oder nein? Ja. Du kommst wirklich nach ihr manchmal. Mr. Lonely, Lieferservice. Nicht nur für einsame Herzen, aber auch und gerade für die. Okay. Einmal der tropische Traum mit Käserand und einmal die Scarface Spezial mit Sardellen. Bitte sehr. Wie
Gummi. Mhm. Hallo, schön, dass wir uns sehen. Pack mal Asia ab. Als ich so einen Lieferkram bestellt habe, das war, als du gerade geboren warst. Deine Mutter und ich waren immer völlig fertig. Totale Chaos. Schnuller im Kühlschrank, Windeln im Videorekorder. Der einzige Moment, wo wir zur Ruhe gekommen sind, war, als wir hier auf dem Boden gesessen haben und Pizza gegessen haben. Und du mitten drin. Was? Blizzard hat meinen Overwatch-Account gesperrt, weil sie, ich zitiere, nicht mehr davon ausgehen, dass ich ein Mensch bin. Caro, es ist 3 Uhr morgens. Ist es das? Keine Ahnung. Zeit ist kein Faktor mehr für mich. Genauso wenig wie Schlaf oder Klogänge oder Zweifel. Diese Ein-Mann-Packung war die beste Idee, die ich je hatte. 4 Tage und ich habe so viel Energie, dass mein Herz rast und mir dauernd schwarz vor Augen wird. Was? Ich muss eine Art höhere Bewusstseinsebene erreicht haben. Caro, vielleicht hätten wir bedenken sollen, dass du nicht wirklich bei einer Spezialeinheit bist oder den Mars besiedelst. Vielleicht sind diese Rationen einfach zu viel für dich. Du meinst, dass das zu viel Macht für einen einzelnen Menschen ist, oder? Caro, als Hüterin des Buches befreie ich dich hiermit von der Pflicht, die Aufgabe zu erfüllen. Ich mein's ernst, es geht zu weit. Vielleicht hast du recht. Yes! BMI 25,1! Warte mal. Warum bist du heißer als mein PC, wenn ich Sims spiele? Das ist mein Kreislauf. Da kommen mit den neuen Fettreserven nicht klar. Warte mal. Hast du 5 Pullover übereinander an? Du hast gelogen. Okay. Dann bin ich halt nicht cool mit fett werden. Sorry. Vergiss es. Ich habe eine vollkommen neue Bewusstseinsebene entdeckt. Und ich hatte eine gute Woche mit meinem Vater. So komisch, wie es klingt. Was ist mit mir? Da wir ja nicht mehr Pizza bestellen wollen, habe ich mir überlegt, selbstgemacht schmeckt doch am besten, oder? Wir wollen noch mehr Tomaten, oder? Ja. Komm. Krass. Sieht aus wie ein Schweinepimmel. Voll neu. Auf jeden Fall Mais. Ja, das ist immer Mais. Ja.